Jetzt gehen wir mal rein. Hier und, boah, was soll ich dir zu viel zu sagen? Wir benutzen Gabal als Commander. Der wurde ja wieder gebufft quasi für die Assassinen. Das macht das wieder totalen Sinn auf jeden Fall. Chaos Shit benutzen wir. Da bekommen wir ja 40% extra Attack, wenn wir einen Schild haben. Das Schild bekommen wir durch Masrani und seiner Fähigkeit mit Flashpoint zusammen. Das Overhealen und Schilde bekommen. Ihr könnt auch ganz normal einfach Praying Eyes spielen. Geht genauso gut. Machen wir jetzt einfach mal, um euch das zu zeigen. Praying Eyes geht auch super. Und ja, dann gehen wir mal rein und ich zeige euch mal den Schaden, den Rickard quasi macht. Wie gesagt, beim Roulette of Truth, also beim Roulette der Wahrheit, macht er noch mehr Schaden, weil der Crit Damage hochgebufft ist. Aber ja, das ist gerade nicht offen. Aber jetzt kann ich euch gleich zeigen, dass das zu ist. Aber damit ihr seht, welchen Dungeon ich meine, wo er absolut insane ist. Und natürlich am Wahl, Leute. Wer mein Wahl-Video noch nicht gesehen hat, guckt mein Wahl-Video. Rickard ist da absolut insane. Ihr habt jetzt gesehen, tot. Ihr seht es, 39,5 Millionen Damage hat er jetzt in der kurzen Zeit gemacht. Warte eine Sekunde, ich mach mal kurz die Cam aus. Dann seht ihr zum Vergleich, was Bailey macht. Bailey auch immer noch ein super geiler Champion, aber er laggt halt. Er hat ungefähr die Hälfte gemacht, ne? Im Vergleich zu Rickard. Also, absolut insane, der Damage von Rickard. Ihr habt gesehen, der Boss ist nicht mal in seine zweite Phase gegangen, wo da die ganze Zeit diese Bomben da spawnt. Hat er keine Chance zu gehabt, weil er einfach kaputt ist. Ja, so viel dazu. So zeige ich euch noch schnell das Gear einmal vom Star of the Show. Wo ist der Rickard? Er hat am meisten Damage gemacht bei einem Dome. Deswegen ist er der Star of the Show. Das sind seine Gesamtstats. EX20. Und das ist sein Equipment, Marauder Gear und Overload Gear und ja, ungefähr 20% Crit Rate ist optimal und den Rest alles in Crit Damage, so viel wie geht. Ihr seht hier unten Attack, Attack und Handschuhe auch Crit Damage. Dann nehmen wir den anderen Assassin, unseren Baby Hudson. Ja, der ist auf 80% Crit Rate gebaut, um halt den Star of the Show Rickard quasi zu buffen. Er hat das Exclusive 30 freigeschaltet bei mir und ihm habe ich relativ viel Attack dann noch nebenbei gegeben, weil ich nicht mehr so krasses Overload Gear hatte. Overload Gear ist natürlich auch gut anstatt Hero Set. Auch seine Exclusive Fertigkeit, hier habe ich noch Crit Rate drauf, seine 30er Ding, dass er dann, wenn er mehr Attack hat als der Gegner, irgendwie das, ich weiß nicht, ob das so krass ist. Fühlt sich irgendwie nicht so krass an, in dem Sinne. Jo, dann hatten wir, lass mich nicht lügen, wir hatten noch Randall dabei, ne? Wie ist der denn da? Randall. Randall ist EX10. Ihr könnt auch Randall quasi einfach austauschen mit Rakana, ist auch gar kein Problem. Akala macht sogar noch mehr Damage. Ich habe den jetzt hier bei mir sogar auch auf Damage Reduction und Crit Rate gebaut, wie ihr seht, im Majestic Set. Das ist eigentlich so sein PvP-Equipment jetzt quasi, wie ihr seht, mit Crit Damage Reduction, hier Damage Reduction. Also er geht mit Akala, wenn ihr mit Akala auf Damage baut, geht vielleicht sogar noch mehr schnellere Zeit. Ich weiß nicht, kommt drauf an, je nachdem wie viel Damage Akala macht. Wen hatte ich denn noch dabei? Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Leo war das, ne? Ja, Leo. Das ist Leo, ist EX30 und hat bei mir Search Set an, um mehr Damage zu machen. Und eigentlich relativ viel auf Attack. Ihr seht hier zum Beispiel Triple Attack, Attack hier drin, Attack hier und Attack auch dort. Ansonsten noch den guten alten Masrani, man kennt ihn mittlerweile. Ist auch EX30. Und das ist sein Set hier, Abaddon Stuff zum Heilen, was die Heilung verstärkt. Und so viel HP-Prozent wie möglich. Hier HP-Prozent, P-Prozent und HP-Prozent. Ihr habt gesehen, hier unten habe ich immer versucht, Damage Reduction noch auf den Roll zu haben. Jo.
das war's. Quick Guide wollte ich euch nur kurz zeigen für Terra Dome. 22 Sekunden, da geht vielleicht auch noch mehr mit Arcana, vielleicht 18 Sekunden, wenn man Glück hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf dem Kanal raus und verpasst keines der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.